Hallo Leute, ich wollte euch heute mal ein anderes Videoformat präsentieren. Und zwar schreibe ich schon seit mehreren Jahren an Fanfictions. Und da dachte ich mir, ich zeige euch heute mal, dass ich euch immer so einmal im Monat oder auch einmal die Woche, je nachdem wie es läuft, ein Kapitel von meinen Fanfictions vorlese. Ich kann euch ja mal einen kleinen Einblick in meine Fanfictions geben. Ich bin nämlich verdammt großer Harry Potter Fan. Und in dieser Fanfiction, da hat halt Harry Potter noch eine Cousine dazu bekommen. Aber mehr will ich euch nicht verraten. Hört euch einfach die Hörspiele an oder guckt oder lest euch meine Fanfictions durch. Verlinke ich euch alle in meiner Videobeschreibung. Ich jedenfalls hoffe, dass euch das sehr Spaß machen wird. Bleibt dran und ja, hier kommt mein erstes Kapitel. Lucy Mayfair wusste schon lange, dass sie nicht normal war. Wenn sie sauer war, explodierte in ihrer Nähe irgendetwas und wenn sie traurig war, dann regnete es urplötzlich. Dann war da noch das Problem mit ihren Haaren. Sie hatte struppiges, schwarzes, lockiges Haar, was sehr schwer zu besänftigen war. Doch immer wenn ihre Mutter sie zum Friseur schickte, wuchsen ihre Haare am nächsten Tag wieder nach. Dann war ihr natürlich aufgefallen, dass sie keine Ähnlichkeit mit ihren beiden Eltern, Anna und Paul, hatte. Paul hatte braunes, kurzes Haar, war sehr schlank und hatte braune Augen. Er arbeitete als Finanzberater in London. Anna hatte blondes Haar, war sehr schlank, hatte blaue Augen. Sie allerdings blieb zu Hause und kümmerte sich um den Haushalt. Lucy allerdings hatte schwarzes Haar, eine sehr einzigartige Augenfarbe, eine Mischung aus Blau und Grau. Lucy saß an diesem Morgen gerade an ihrer Fensterbank und blickte nachdenklich nach draußen. Sie hatte einen wunderbaren Blick in den Garten. Vor ihrem Fenster befand sich eine sehr große Tanne. Doch bemerkte sie eine Bewegung in der Tanne. Sie blinzelte und sah, wie zwei kleine Vögel aus der Tanne hervorflatterten. Doch sie war sich sicher, dass die Bewegung, die sie wahrgenommen hatte, nicht von den beiden Vögeln stammte. Doch als sie wieder zur Tanne schaute, war da nichts. Lucy, komm frühstücken, würde sie Anna rufen. Ich komme, rief Lucy zurück und blickte noch einmal nachdenklich zu der Tanne. Wahrscheinlich hatte sie sich einfach nur geirrt und es waren wirklich die beiden Vögel. Sie stand von ihrer Fensterbank auf und verließ ihr Zimmer. Patrick Stevens dachte, dass er das perfekte Versteck ausgesucht hatte, um Lucy genauer im Auge zu behalten. Doch plötzlich sprang sein Bruder Daniel auf den Ast, auf dem er auch stand. Willst du? Flüsterte Patrick ihn wütend zu. Doch die beiden könnten Glück haben, da in diesem Moment auch zwei Vögel hervorflatterten. Beide hielten sich im Schatten der Tanne auf und warteten, bis Lucy von ihrer Fensterbank aufstand. Du weißt schon, dass sie heute ihren Brief aus Hogwarts bekommen könnte, sagte Daniel. Ja, dies wird bestimmt ein ziemlicher Schock für sie sein, fand Patrick. Ich denke, dass sie es überwinden wird, sagte er. Wie läuft es bei Harry? Fragte Patrick. Gut, antwortete Daniel und blickte etwas schuldbewusst zu Boden. Was ist passiert? Fragte Patrick. Also es ist nichts Schlimmes. Es war nur sein erster Zauber, antwortete Daniel. Er hat gezaubert? Fragte Patrick fassungslos. Eigentlich war es ein Hauself, fügte Daniel hinzu. Jedenfalls habe ich beobachtet, wie sein Onkel sein Fenster vergittert hat, erzählte er. Patrick ballte vor Wut seine Hand zu einer Faust. Hey, beruhige dich, es wird schon alles gut gehen, versuchte Daniel ihn zu beruhigen. Ich muss unbedingt mal auf die Jagd. Kannst du Harry weiterhin ein bisschen im Auge behalten? Fragte Patrick.
Ich wollte dir sowieso bloß Bericht erstatten, antwortete Daniel. Die beiden sprangen mit einem Satz von der Tanne herunter und rannten beide in verschiedene Richtungen. Als Lucy die Küche betrat, saßen Ella und Paul bereits am Frühstückstisch. Ich habe dir heute Pfannkuchen gemacht, sagte Ella. Mit Erdbeeren, Schlagsahne und Schokoladensauce, fügte sie hinzu. Wow, so etwas krieg ich doch nur an meinem Geburtstag, fand Lucy. Ach, das war heute mal ein spontaner Einfall, erwiderte sie. Lucy setzte sich den beiden gegenüber und nahm sich den ersten Pfannkuchen vom Stapel. Lucy, es gibt da etwas, was wir dir sagen müssen, sagte Paul. Was habe ich denn für mit angestellt? Fragte sie, während sie sich Erdbeeren auf ihre Pfannkuchen legte. Wie sie merkte, dass die beiden ziemlich ernst, aber auch nervös wirkten. Alles gut, sagte Anna und atmete tief durch. Wir haben dir doch erzählt, dass wir vor deiner Geburt viel auf Reisen waren, fragte sie. Ja, ich erinnere mich, antwortete Lucy und machte sich einen Löffel Schlagsahne auf ihre Erdbeeren. Also, während unserer Reisen lernten wir diese bezaubernde Frau kennen. Wir befreundeten uns an und schrieben uns auch Briefe, erzählte Paul. Jedenfalls tauchte sie eines Tages vor unserer Tür auf. Sie bat uns, ob wir eines Tages ihr Kind bei uns aufnehmen würden, als ihr etwas zustoßen sollte, erzählte Anna. Natürlich hatten wir nicht damit gerechnet, dass sie schon so bald sterben würde. Wir wussten auch nicht, was sie wirklich war, bis eines Nachts vor unserer Haustür ein junger Mann auftauchte. In seinen Armen hielt er ein kleines Bündel, erzählte Paul. Okay, aber wieso betrifft das mich? Fragte Lucy, die sich nun Schokoladensauce auf ihre Schlagsahne machte. Weil dieses kleine Bündel du gewesen bist, antwortete Anna. Jetzt will Lucy innen, blickte die beiden fassungslos an. Was? Fragte sie. Du warst dieses Baby, das uns dieser junge Mann damals gebracht hat, sagte Paul. Aber das muss ja bedeuten, dass ich die Tochter dieser jungen Frau bin. Dass ich nicht eure Tochter bin, fuhr Lucy die beiden jetzt wütend an. Anna bekam nun Tränen in den Augen. Es tut uns leid, Lucy, wir wussten einfach nicht, wie wir dir wie das alles erklären sollen, sagte sie unter Tränen. Aber warum sagt ihr mir das jetzt erst? Fragte Lucy. Weil diese junge Frau, deine Mutter, eine Hexe ist, antwortete Paul. Lucy blickte die beiden an. Das kann ja nur bedeuten, dass ich, sagte sie, brach aber ab, da sie nicht wusste, wie sie dies nennen soll. Du kannst zaubern, ja, bestätigte Paul. Wir sagen dir das heute, weil heute Morgen dieser Brief vor unserer Haustür lag, erzählte Anna und schob Lucy einen Brief zu. Lucy nahm den Brief, drehte ihn in ihren Händen. Sie las den Absender. Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Wieder drehte sie den Brief in ihren Händen, bis Paul ihr einen Brieföffner reichte. Sie atmete tief durch, nahm den Brieföffner, ritzte den Brief auf und legte den Brieföffner wieder beiseite. Sie holte mehrere Blätter Papier heraus und begann zu lesen. Sehr geehrte Miss Lucy Mayfair, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurden. Weiter kam sie nicht. Sie ließ den Brief sinken. Sie war tatsächlich eine Hexe. Sie konnte richtig zaubern. Dies erklärte auch die vielen merkwürdigen Geschehnisse um sie herum. Sie blickte wieder zu Anna und Paul. Wer sind meine Eltern? Sie. Wir wissen leider nur den Namen deiner Mutter, Emily Potter, aber sie ist wenige Wochen nach deiner Geburt gestorben, antwortete Paul.
Mein Vater? Fragte sie. Wir haben leider keine Informationen über deinen Vater, antwortete Anna. Sie blickte jetzt wieder auf ihren Brief. Dann stand sie auf und verließ die Küche. Nein, lass sie das erst einmal alles verdauen, konnte sie Paul sagen hören. Doch er hatte recht, sie brauchte erst einmal Zeit, um diese ganze Sache zu verdauen. So, ich hoffe mal, das erste Kapitel hat euch gefallen. Ich schreibe euch natürlich die Links zu dem Kapitel und auch zu meiner Fanfiction in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr sie euch auch durchlesen. Ich jedenfalls freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Monat.